Bastelstube. Wir basteln einen wunderschön beleuchteten Baum aus Butterbrotpapier und Upcycling-Materialien, leicht gemacht. Und ich hoffe, es interessiert dich. Müll. So, jetzt genug geredet. Wir fangen einfach mal an und basteln zusammen diesen tollen Baum. Und so sieht er dann aus, wenn er toll beleuchtet ist, wenn es ein bisschen dunkler ist. Ich hoffe, es gefällt euch so gut wie mir. Eine Liste geschrieben, was man dazu braucht. Das ist eine Rolle Butterbrotpapier, kostet ungefähr so 89 Cent. Sind, ich glaube, 30 Meter drauf. Und dann brauchen wir zwei Stücke mit 50 cm, zwei mit 70 cm und zwei mit 85 cm. Dann noch eine Pappstreifen, einfach eine Verpackung genommen. Und dann brauchen wir dreimal ungefähr 12 mm mal 10 cm lang. Ganz easy gemacht, einfach gemacht. Meine Idee für euch. Und zwar, hier ist die Rolle. Dann machen wir uns zuerst einen Streifen 50 cm. Geht am einfachsten, wenn man das knickt. Dann da schneidet. Und da wir da was zweimal brauchen, legen wir es einfach nur rum. Und schneiden dann hier vorne wieder ab. Wir knicken das, wir schneiden es hier ab und im Knick. Dann haben wir schon mal zwei Stück A50. Dann brauchen wir zwei Stück 70 cm und zwei Stück 85 cm. Das Ganze wird dann gefaltet. Jedes einzelne Teil in gleich breite Falten, wenigstens so ungefähr. Wenn Kinder das machen, ist es halt immer mal ein bisschen, wie sage ich, unregelmäßiger, aber das spielt gar keine Rolle, weil es haben ja die Kinder gemacht. Und dann ist es ja gerade das Schöne. Und das ist wirklich eine schöne Bastelei für Kinder, weil es dann auch noch beleuchtet wird und kann zum Beispiel toll ins Kinderzimmer gestellt werden. So, und dann falten wir einfach. Einmal auf der Seite. Schön ausstreichen. Das Ausstreichen, das ist A und O. Das kann man aber nachher auch noch mal machen, wenn es dann zusammengefaltet ist. So, jetzt wieder auf der Seite. Und dann drehen wir es alles hin und her und falten es auf der ganzen Länge. Und wenn es dann gefaltet ist, mein Tipp, nehmt eine Wäscheklammer und macht die Wäscheklammer einfach hier oben mal dran, dass das nicht wieder aufgeht. Weil da verkleben wir dann, das können wir aber dann insgesamt machen, wenn alle sechs Teile gefaltet sind. Das ist ganz wichtig. Wenn das mal ein bisschen so unregelmäßig hier unten wird, gerade bei Kindern, also unten und oben, da und da, das können wir nachher noch nachschneiden, da kommt sowieso dann noch ein Muster. Und jetzt wird wirklich sechs Teile gefaltet wie eine Ziehharmonika. So, die Teile sind jetzt gefaltet. Die habe ich erstmal auf die Seite gelegt. Jetzt habe ich hier ein Brennholz. Du kannst auch anderes Material nehmen als Gender. Es muss nur feste sein. Da bohre ich jetzt mittig ein Loch rein. Und dann klebe ich einfach einen Ast rein. Nochmal ein Tipp von mir. Also, ich habe einen Schrank, wo das reinkommt. Und da ist der Regalboden 67 cm hoch, der Zwischenraum. Und so hoch mache ich das aus, sonst kriege ich es da nicht weg. Wie gesagt, Loch bohren, Ästchen rein kleben und ein bisschen länger lassen. Lieber zum Schluss noch mal ein bisschen abschneiden und dann werden die einzelnen Teile zugeschnitten, Muster und verklebt. So, bei den Pappstreifen, ich hatte gesagt, wir brauchen drei, aber wir brauchen sechs. Das ist jetzt wirklich nur Verpackungspappe. Und zur Verstärkung kann man, wenn man möchte,
noch einen Draht unten drunter machen. Ich mache den sogar doppelt, der ist nicht so fest. Und das klebt man dann einfach mit auf. Schneiden wir dann erstmal zu, weil das darf mit, machen wir die Gestaltung von den einzelnen Baumteilen, will ich es mal nennen. Wenn du dickeren Draht hast, brauchst du es auch nur einmal machen. Knick schon mal in der Mitte. So, und dann klebe ich mir den Draht so hinein. Und das Ganze wird dann an die Spitze gemacht von den jeweiligen Einzelteilen. Ich habe es hier zusammengeklammert. So, und jetzt nehme ich mir eins und dann schneide ich, wenn es unten nicht gleichmäßig ist, nochmal gerade abschneiden, oben auf. Und jetzt schneide ich mir erstmal hier unten mit einer großen Schere einen Bogen rein. Ein Bogen oder eine Spitze. Das macht das Ganze schöner. So, und dann kann ich mir ein leichtes Muster reinmachen. Man darf nur nicht durchschneiden. Einfach mal so schräg reingeschnitten. So. Dort. Da unten ist jetzt der Bogen. Ich möchte noch ein bisschen doller haben. Wie gesagt, man kann auch eine Spitze reinschneiden. So. Gerade nochmal hingelegt. Ist bespähend. Heißkleber erstmal einmal für den Draht. Der wird dann auch in sich nochmal mit festgeklebt, wenn wir es dann auf den Baum machen. So, in die Mitte schon mal ein bisschen geknickt. So, nochmal ein Tipp, wie es leichter geht. Wenn man sich Draht reingeklebt, einmal in der Mitte gebogen, erst auf die Hälfte den Kleber gemacht. Untergrundes Backpapier, da klebt nichts an. Drauf gedrückt, schön nach unten gedrückt. Moment gewartet. Dann oben auf die Falten noch mal ein bisschen Kleber geben. Geht aber jetzt nur mit Backpapier, sonst habt ihr das am Tisch festgeklebt. Dann die Pappe, Kleber drauf, umknicken, festdrücken. Erstmal klebt es besser, hält besser, man verbrennt sich nicht. Wie gesagt, geht auch mit Flüssigkleber, aber dann müssten jetzt noch mal Klammern dran. Wäscheklammern oder hier die Schmuckklammern. Und dann muss es trocknen. So, die müssen dann vorsichtig auseinandergebogen werden. Sortiert zu euch die kleineren, die mittleren und die großen. Und dann fangen wir an, unten zu kleben. So, das Muster schön nach außen. Und dann kommt das an, das erste bündig an den Ast. Aber nur etwa 4 cm Kleber angeben auf die Falten, nicht mehr, nicht bis runter. Und dann wird es drauf geklebt. Dann das mittlere versetzt oben drüber und das kleinste oben noch drüber. Und immer nur wirklich so 4-5 cm auf den Falten den Kleber angeben und aufkleben. Machen wir zusammen, Heißkleber, richtig dick dran. Ups. Und dann an den Ast rein. Empfiehlt sich jetzt auch wirklich, auf der Rückseite auch das erste zu machen. Weil die sich gegenseitig auch noch halten. Gucken, dass alles stimmt. So, dann einen Moment warten, bis es wirklich klebt. Nächste Etage, dritte Etage. Und danach wird erst die Lichterkette eingefädelt. Und durch den Draht kann man das schön auseinanderziehen und es bleibt so, wie es sein soll.
So, für die Lichterkette, die Verpackung verwende ich mit, weil irgendwo muss ja das Batteriefach rein. Es geht nur eine LED-Lichterkette, alles andere wird heiß und wird brennen. Dazu nehme ich die Verpackung, mache gut Kleber drauf und klebe die auf der Seite fest vom Holz. So, aufpassen, Finger wird heiß. Wenn es dann trocken ist, nehme ich das Batteriefach, putsch, das Putzheiz, tu das rein und dann kann man ganz toll die Kette vermitteln, ganz oben hin, an den Ast ein bisschen drehen und dann sozusagen in die Seiten reinmachen. Und das gibt ein ganz, ganz tolles Licht. Andere Seite auch. Unten durchführen und ein bisschen verdrehen am Ast. Schon hat man es beleuchtet. Wenn einem das stört auf der Seite, mich stört es nicht besonders, kann man aber auf einer Seite ein Schmuckband oder eine Spitze drauf machen. Aber nur auf einer Seite, weil man muss ja vielleicht wieder mal an die Lichterkette dran. Und dann klebt man sich das so. Nochmal so ein Tipp von mir, wenn es einem so nicht gefällt. Und dann sieht man das so schön und dann kann man noch ein bisschen das Holz gestalten. Vielleicht noch ein bisschen Moos drauf. Flechten, Sisal, irgendwas. Ich mag es auch immer, wenn man oben auf die Spitze noch was bringt. Und da wollte ich ganz gerne einen Schneestern haben. Und den klebe ich dann ganz oben noch hin. So, unten vielleicht noch einen Zapfen dazu. Ich habe euch auch gezeigt, wie man die in Eis und Schnee, in Silber und mit Hausmitteln einfach selber machen kann. Auch Äste und so, da gibt es 10, 12 Ideen. Und das sieht dann wirklich toll aus. Und dann noch einen Schneestern auf die Spitze. Es ist wirklich jetzt schlecht ins Bild zu bringen, aber wir gucken uns das Ganze gleich nochmal an. Und dann kann man auch Schneesterne noch draufkleben auf den Baum, wenn man es möchte. Ich möchte ihn gern pur haben. Mir gefällt das Weiße einfach wahnsinnig gut. So. Und da ist der Schneestern. Und dann gucken wir uns das noch mal an. Und dann hat man einen wunderschönen Baum, mal ganz einfach in Weiß. Und dann habe ich sehr meine Bastelidee gehabt, die hat euch gefallen. Ihr konntet es gut umsetzen, hattest viel Spaß bei mir. Noch viel, viel mehr passende Sachen findest du immer am besten auf meiner Startseite kreativ-reich die Kika-Plauderei. Das ist eine kleine Leiste, da steht Playlist. Bitte anklicken und dann findet man zum Beispiel alles mit Butterbrotpapier, Butterbrot, Frühstückstüten, Upcycling, Häkeln, Stricken, Basteln, Basteln führend mit Kindern, Frühling, Sommer, Herbst und Winterideen, Krippenfiguren, Erzählfiguren, Marionettenworkshop, Mittelalter-Sachen, Beton und Edelrohr.